Und jedes Mal sparen wir hier. Sparen vor allem. Sparen. Ja, wir sparen jedes Mal hier. Damit willkommen zurück. Oh, guck mal. Malten 101. Grüß dich. Cool. So. Wir müssten ja eigentlich mal zum Flughafen, ne? Wenn ich das so recht erinnere. Der ist hier oben. Was machten die Schaden? 28. Ah, jetzt habe ich Escape gedrückt. Und was machten unsere Machete? Lass mal gucken. Dann machen wir mal die Planke. So. Da gibt es eine Form Latz mit der Planke. So, die Planke. Puh, keine Ahnung, die machen wir da mal hin. Planke. Auf jeden Fall mal mehr Schaden. Und jetzt gehen wir mal zum, ja, zum Airport. Ja, da ist nochmal ein Spieler irgendwo. Da hinten. Radpatriot. Macht er da? Ja, irgendwas sammeln. Ich weiß gar nicht, wie Emotionen jetzt waren. Sting, B, N. E. Sind schon wieder die Wuftis. Fleisch. 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 Sehr gut. Das kann man hier liegen lassen. Da vorne kommt irgendwo die Bratstation. Wir müssen nämlich ein bisschen jetzt mal aufs Gewicht achten. Nicht, dass uns das so passiert wie letzte Folge. Da-di-da. Wie sieht's denn hier aus? Ah, noch ganz gut. Können wir eigentlich leveln? Steampacks und Riderways haben auch nicht mehr viel. Es wird schon mal, als wenn da hinten immer noch einer rennt. So, dann stellen wir mal ein bisschen was her. Ah, wir hätten Wasser sammeln sollen.
Das ist jetzt Mist. Ich glaube. Wir brauchen mal irgendwann wieder Wasser. Ah, gekochtes Wasser, sehr schön. Chips nehmen wir auch mit. Buden. So, hier waren wir schon mal in der Brücke. Ah, warte mal, da ist Wasser. So. Jetzt bloß nichts, wir haben kein Holz, ne? Ein bisschen abgekochtes Wasser. Oh, Melonensaft. Kann man auch noch das machen. Da haben wir jetzt genug Wasser auf jeden Fall wieder dabei. Wie sieht es denn eigentlich gewischt aus? Oder der Dose. Ne? Okay, der hat nichts. Was ist denn hier ein Treppenback? Machete, ein Beil. Oh.
Da liegt schon einer, das wollte ich mich da hinlegen. Treibstofftank. Eine Glatze. Haarklammerbox. Sind bestimmt Haarklammern drin? Jawohl. Zigaretten. Ja. Ach, Server antwortet schon wieder nicht. Oh, Server wieder da. Hallo, Serverli? Ja, im Spiel müssen die irgendwas machen, anscheinend habe ich das Gefühl. Okay, wir können ja mal was anderes noch gucken, während der hier irgendwas macht, keine Ahnung. Diese Tiefenschärfe, ich suche mal danach und dann geht's gleich weiter. Diesen Tiefenschärfe-Dings-Effekt finde ich hier nirgendwo. Ach man, das gibt's ja wohl nicht. Können wir uns denn irgendwo hinporten? Ah, nee, es geht ja nicht. Wir können immer nur da hinporten, wo wir schon mal waren. Bei der Uni waren wir schon mal. Highschool, dann hätten wir es nicht mehr ganz so weit, einfach darüber. Aber dann sehen wir halt nichts, ne? Sah jetzt gerade komisch aus. Okay. Schlingshund, Schlingshund. Ich könnte mal den schweren Schlag umbelegen. Kann man das? Steuerung. Jo. Auf Werkstatt umschalten, Maus 3. Das müsste ich gleich mal probieren. Das ist. Achso. Jo. Also, wenn es mit dem Server weiter so geht, dann relocken wir einfach mal. Das sieht schon geil aus, auch wenn ich hier so. Hier so hinguckst, wie der Hintergrund unscharf wird. Und das wollte ich deaktivieren. Das geht aber leider nicht. Ist? Ah. Ausgebrannt nach einem Unfall anscheinend.
hinten sieht irgendwas aus wie verbarrikadiert. Naja. Und wir stolpern hier so in der Gegend rum. Das sind noch Strohballen oder Heu. Und was auch immer. Ballen. Vielleicht sind es auch Grasballen, die getrocknet sind mittlerweile. Ja, er hat's verstanden. Ja, das ist Heu. So. Ja. Das ist eine schöne Brücke. Ich glaube, wir sind schon in der Nähe. Ja? Könnte bald sein. Tut die Eisenbahn. Nicht gucken. Dankeschön. Kurz Pumpgun. Was sollen wir denn hier machen? Finde Responder Vorratslager. Wellbauer Schraubenschlüssel. Patrone, jawohl. Selbe. Mach mal aus, du hast die Ecken empfangen. Vorratslager. So, okay. Jetzt müssen wir die anderen noch finden anscheinend. Wir bleiben mal versteckt. Ich glaube, wir sind ja nicht alleine. Impro-Revolver. Brauchen wir nicht, haben wir schon einen. Mais. Ach komm, wir nehmen den mit. Scheißegal. Biometrischer Scanner. Kann man den ausrüsten? Nee. Wäre das hier irgendwo oben dann. Okay. Hier.
Oh, da steht noch einer. Oh. Oh, da hinten ist ja noch einer. Ein Jagdgewehr. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Okay. Hallo? Server? So, wie sieht's denn aus? Noch 43 von 160. Also wir legen uns auf jeden Fall mal schlafen. Wenn der Server das zulässt. Ich glaube langsam, wir disconnecten und ja, super. Wir disconnecten und suchen uns einen anderen Server und hoffen, dass das geht. Ah, jetzt liegt das schon. Okay. Wenn wir jetzt hier ausloggen, sind wahrscheinlich alle auch wieder da. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. So, ich lasse ihn mal schlafen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ausgeruht. Und jetzt kam noch eine Einblendung von wegen, wir leiden an Sumpfkratzer. Ja, jede Krankheit ist nicht so ideal. Wir können ja mal Heilsalbe. Okay, machen wir es Raderei. Haben wir nur noch eins. Wir haben bestimmt aber noch ein verdünntes. X. Raderei haben wir nur noch das eine. Sind 300 Kratz weg. Ach komm. So, Nukola. Alles klar. So, und hier muss irgendwo... Deshalb ist wo die Sonne geht schon wieder runter. Das ist eine Kiste. Baseballgranate. Ne, wir haben die Kiste nicht gefunden. Die könnte da oben sein, hä?
Schrauben nochmal mit. Pulver. Das Pulver, sehr gut. Noch einmal Schießpulver, oh, wir haben auch ein Bett. Zigarkanister. Verriet. Informationen über den Täter mit Behörden zu teilen. Stoßen wir sofort im Gefängnis. Setzen wir sofort im Gefängnis rein. Ne? Okay. Nehmen wir mal mit. Korben. Holz, linker Arm. Wo kriegst du Geld? Nimm auch mit. Ups. Lose Schrauben. Mann, wir sind... Ah, okay, das haben wir jetzt. Das ist bestimmt da hinten in der Hütte drin, in dem kleinen. Ich hoffe nur, dass dieser Server sich jetzt mal erholt hat. Kann auch sein, es waren zu viele Leute drauf. Wir haben jetzt in dieser Folge relativ viel gesehen. Vakuumröhre. Schauen wir uns hier her. Splittergranate. Oh, Rezept. Sehr schön. Kochfeld. Pass mal auf. Drobenes Obst, das kann man alles weg. Ablegen, ablegen, ja. Drobenes Fleisch. Daten. Wo waren die Rezepte jetzt drin? Verdammt. Geschichten, die könnten wir uns auch mal ein bisschen anhören, ne? Persönliches Aufsehertagebuch. Ich war in der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas. Man dachte nur immer, man würde nie selbst davon betroffen sein. Papa war am Boden zerstört. Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Und Erwin. Mann. Erwin. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher miteinander bekannt gemacht. Hm.
persönliches Aufsehertagebuch. Ich war in der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas. Man dachte nur immer, man würde nie selbst davon betroffen sein. Papa war am Boden zerstört. Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Und Erwin. Erwin. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher miteinander bekannt gemacht. Er hatte ein Jahr vorher die Schule beendet und sofort im Bergbau gearbeitet. So stattlich. Und diese Arme. Welches Mädchen aus West Virginia könnte dem widerstehen? Unglaublich, dass er bei mir geblieben war. Nach der Beerdigung wollte ich niemanden in meiner Nähe haben. Aber er war da. Nach der Schicht kam er mit einer Lunchbox für uns in die Bibliothek. Jeden Tag. Als die Jobmesse stattfand und ich die Leute von Vault-Tec traf, war das wie eine Offenbarung. Familien beschützen, ihre Zukunft beschützen, Amerika beschützen. Als ich meine Zulassung zur Vault-Tec-Universität bekam, ging ich als erstes mit Papa zu Mamas Grab. Er war froh, dass ich in West Virginia blieb. Und ich auch. Haben wir kein Leder. Aber wir können hier mal verwerten. Die braucht. Achso, Schrot. Ich hab grad gedacht, Schrott. Hat X wirkt nicht mehr, okay. Reicht trotzdem nicht, alles klar. Leuchtpistole. Leuchtfackel. Also Schrauben brauchen wir alles nicht. Was haben wir hier noch? Untersuche den Flughafen. Tagebucheintrag.
weiß halt noch nicht, ob wir noch irgendwo Gage nur sind. Oh Gott. Bestimmt Hunde. Dann steht einer. Okay.